jetzt gerade im Wien-Museum, befinden uns im Bestandsgebäude. Der Auftrag von der POR als Generalunternehmer mit Lin und Ortner ist es, das Museum zu revitalisieren und nach oben hin zu erweitern mit einem sehr aufwendigen Neubau, der zusätzliche Nutzfläche schafft. Das Wien-Museum wurde 1953 beauftragt und am 23. April 1959 wurde das in Schlicht gehaltene Stadtmuseum feierlich eröffnet. Das neue Gebäude hat als Hauptaufgabe, das Bestandsgebäude darunter nicht zu belasten. Das heißt, der Neubau oben ragt über die gesamte Breite und Länge des Bestandsgebäudes und wird in der Mitte wie ein Stamm abgetragen bis hinunter in das Erdreich, wo ca. 43 Pfähle, Tiefengegründe, die Last von diesem Stamm mit seinem Kopf quasi in das Erdreich abtragen. Um das Bohrfallgerät in den Innenhof zu bekommen, wurde es am Vorplatz zerlegt und dann einfach durch das Untergeschoss in den Innenhof hineingefahren und dort wieder zusammengebaut. In der ursprünglichen Ausschreibung hätte man sollen sämtliche Stahlträger vor Ort schweißen. Schweißnähte bis zu 7 cm Stärke benötigen bis zu 30 Arbeitsgängen auf einem Meter Schweißnaht. Anhand der umfassenden Exklusivverhandlungsgesprächen haben wir den Vorschlag gebracht, die Stahlelemente im Werk zu fertigen, weil hier die Fehleranfälligkeit nicht so sehr gegeben ist. Und letztendlich hat sich unser Vorschlag natürlich ausgezahlt. Wir sprechen da von Dimensionen 40 Meter lang, 6,40 Meter breit und die größten Teile mit 125 Tonnen Stückgewicht. Riesige Herausforderung war, wie bringen wir diese Teile von Völkermarkt in Kärnten nach Wien, wo wir ungefähr 6 Monate gebraucht haben, um Routengenehmigungen zu bekommen und diese Teile auf die Baustelle zu bekommen. Bei der Baustelle selbst wurden diese dann durch einen 600 Tonnen Raupenkran hinaufgehoben und auf dem Gebäude maßgenau aufgesetzt. Wir haben pflichtbewusst die POR-Gruppe in verschiedensten Gewerken beauftragen können, von den Schwarzdeckarbeiten, die Fassadenkonstruktionen der denkmalgeschützten Fassade durch die Firma Alu Sommer, Spezialtiefbauarbeiten, POR-Umwelttechnik von Erdbauarbeiten, Abbrucharbeiten konnte im eigenen Haus beauftragt werden. Eine Besonderheit im neuen Atrium ist das sogenannte hängende Stiegenhaus. Konstruktiv und bautechnisch ist das eine große Herausforderung, weil das Stiegenhaus zu Beginn eigentlich nach unten hin keinen Halt hat, nur auf der Schalungskonstruktion selbst steht und das schlussendlich auf der letzten Decke des Stiegenhauses erst statisch von selbst hält. Sämtliche Verglasungen werden aus Sageglas gemacht, welche durch einen Stromanschluss innerhalb kürzester Zeit sich verdunkeln, somit den Lichteintrag und den Wärmeeintrag verhindert. Besonders in diesem Atrium ist, dass es komplett hergestellt wurde aus Sichtbeton in Weißzement-Optik mit Sägeraumbrettern belegt, um quasi eine Brettstruktur darzustellen. Dem Architekten ist es sehr wichtig, im gesamten Gebäude das Handwerk zu sehen, wie wird gearbeitet, wie hat der Zimmerer gearbeitet, um hier ein ganz spezielles Objekt zu schaffen. Eine besondere Überraschung war, als ich einen Brief vom Außenministerium über den Wiener Bürgermeister erhalten habe, wo drauf stand, wir wären in das Hoheitsgebiet der australischen Botschaft eingedrungen. Ein Facharbeiter hat bei den Abbrucharbeiten beim angrenzenden Gebäude die Attika betreten und wäre in das Hoheitsgebiet der australischen Botschaft eingedrungen. Ohne Pass und ohne Visum. Ja.